Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde Coreborn. Wir haben ja letztes Mal aufgehört, beinahe am Ende vom Tutorial. Der letzte Task, davon gehe ich zumindest mal aus, dass das der letzte Task ist, einen Stadtangriff verteidigen. Ich hoffe mal, dass der erste anfängt, wenn wir so einen Kristall eingesetzt haben. Weil ich will erst noch meine Stadt ein bisschen oder mein Häuschen ein bisschen ausbauen, ein bisschen besser verteidigbar machen. Ich hoffe mal, dass diese Stadtangriffe überhaupt alleine bestreitbar sind. Und hierzu habe ich mal nochmal nachgeschaut. Ich meine, ihr seht es auch hier schon, 15 Stücke Seil kriegt man für so einen Kristall. Oder halt eben diese 20 geräucherten Jib-Cups, wovon, ich glaube, einer vier oder fünf von diesen. Von diesen Pilzen. Das können wir jetzt gleich mal schauen. Braucht. Wie waren das nochmal? Crafting mit 10, ne? 3 Jib Cups und 2 Schilfrohre. Okay. Hat sich geändert? Nee. Keine Ahnung. Okay. Also Schilfrohr und Jib Cups. Oder für Seil bräuchten wir Schilfhalm und Harz. Gut. Das holen wir alles auf dem Weg. Und währenddessen und auf jeden Fall Stein muss ich noch farmen, wenn ihr es gesehen habt. Die letzten zwei, glaube ich, oder die vorletzte Episode, da haben wir uns scheckig gesucht nach Stein um unser Haus herum. Ich glaube, ich habe ein bisschen ein Steinproblem bei mir in der Gegend. Ja, jetzt schauen wir mal, wo wir hier rauskommen, wenn wir hier wieder auf die Map reisen. Nach Ambros, ob wir am Haus rauskommen oder bei Nip, dem Jibling auf Deutsch, soweit ich weiß zumindest. Dunkel ist die Nacht. Müssen aufpassen, weil die Tiere sind ganz schön gefährlich hier in der Nacht. Und ja, wir kommen in der Nähe von Nip raus. Mein Haus ist weg. Oder wie? Das gibt's ja gar nicht. Habe ich da was übersehen? Hier müsste mein Haus irgendwo stehen. Och nö. Habe ich da jetzt was vergessen, um in mein Haus zu setzen, damit das nicht oder ist das erst gültig, nachdem ich so ein Kristall? Eingesetzt habe. Hier sind schon mal Jib Cups, das ist immer gut. Aber oh Mann! Okay. Der Weg ist auch etwas weit, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, da sind noch mehr Pilzchen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt hier die Häuser von den anderen, die sind bestehen geblieben. Ich hoffe mal, dass es nur ein Bug ist und mir das nicht mehr auf der Map angezeigt wird. Jetzt nehmen wir halt diesen Weg auf uns. Den etwas weiteren. Wie gesagt, wir wollen ja eh noch ein bisschen Rohstoffe farmen auf dem Weg. Und dann schauen wir mal, ob unser Dörfchen wirklich nicht mehr da ist. Oh Mann. Oh. Okay. Fall Damage ist zum Glück nicht so schlimm wie in. Wie heißt eine Dark Souls zum Beispiel? Oder ähnlichen. Geht also. Okay, Schilf brauchen wir auf jeden Fall. Das ist dringend. Egal, ob es. Oh, wow. Okay. Kommt der hier rein? Ja, was weiß wahrscheinlich. Oh Mann. Oh Mann. Ich muss hier wegkommen. Hier ist normaler.
Also normale Tiere gibt es auch in der Nacht, aber diese aggressiven hier, der mich gerade verfolgt. Oh, ich sehe gar nichts ohne Fackel, ne? Dark is the Night heißt es ja. Aber findet der mich nicht auch mit Fackel? Aber ja, okay, ich bin ihn scheinbar losgeworden. Muss ich mich nur noch mal orientieren? Ja, ich bin natürlich die falsche Richtung gelaufen. Gehen wir mal im Fluss entlang und dann noch. Oi, oi, oi. Okay, also gegen die Nachtkreaturen habe ich leider noch viel zu. Bin ich viel zu kampfunerprobt. Ich hoffe mal. Bin mir gar nicht sicher, ob der. Vielleicht sollte ich an denen noch ein bisschen üben, bis der Stadtangriff dann eines Tages losgeht hier bei mir. Oh Mann, oh Mann. Da erntet man Schilfrohr am Fluss, fängt da nichts Böses und dann kommen hier die Oberviecher. Ich fühle mich fast wie ein Ork. Wovon auch ein neuer Teil bald rauskommen soll. Den werden wir uns auch anschauen. Weil ich von Ark 1 eigentlich ein ziemlicher Fan war. Da habe ich zumindest ein paar hundert Stunden rein versenkt, damals im Studium noch. Oh Mann, oh Mann. Sind wir schon am Flussende? Ich weiß gar nicht. Ja, okay. Mal schauen, ob wir hier durch diese Steinformation durchkommen oder ob wir jetzt bis zum Weg laufen müssen. Ah, toll. Falsches Steingebirgsanfang. Steinerten, das darf ich auch nicht vergessen. Muss auf dem Weg mal ein bisschen gucken. Jetzt sind wir aber fast wieder bei Nip. Bin wohl einfach ein bisschen zu früh. Ach, wisst ihr was? Wir gehen da unten und dann den großen Weg. Zum Glück wird es jetzt morgen. Ich hoffe, ich kann den Fluss locker überqueren. Ah, oh, das ist gut. Okay. Einfach über den, also man kommt schon über den Fluss, aber halt dann da nicht hoch. Schon wieder zu lange Pause gehabt zwischen den zwei Aufnahmesessions jetzt. Ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen wieder von Tarkov einsaugen lassen. Ein Spiel, in dem ich das wahrscheinlich nie streamen oder aufnehmen werde, weil ich da echt noch weniger Land sehe als hier. Ich meine, ihr seht es ja, wenn mir hier die Nachtkreaturen schon zu schwer sind, dann ist Tarkov definitiv eine Nummer zu groß für mich, aber es macht halt doch Spaß. Ich mag das Spiel und ab und zu versuche ich mich einfach mal dort weiterzuentwickeln, aber wird's vielleicht mit dem nächsten Update. Ich habe gehört, dort kommt eine neue Anfänger-Map sozusagen rein, die man von Level 0 bis 15 gut spielen kann. Aber genug von einem anderen Spiel jetzt. Wir sind hier bei Korbor. Und ich komme hier nicht über den Fluss. Ich glaube, mir spinnt's. Hier ist so weit in die falsche Richtung. War doch alles mal ein bisschen einfacher damals. Also letzte Aufnahmesession alles. Na gut, dann gehen wir zurück zu Nip und gehen den Weg entlang. Tut mir leid, Leute. Zu Anfang sich wieder ein bisschen zu orientieren. Aber wir haben Schilfrohr bekommen. Wie viel habe ich denn da jetzt? 31. Das könnte ja reichen für 15. Theoretisch nachher. 20 brauche ich, ne?
habe ich das schon? Ja, 15 Seil oder 20 von denen. Also brauche ich noch ein bisschen mehr von den Schilfrohrblüten. Alles klar. Machen wir. Und natürlich Pilze. Die dürfen wir nicht liegen lassen. Pilze zu kochen, müssen wir Pilze sammeln. Macht Sinn. Mindestens mehr als Schilfrohrblüten, aber wer bin ich, um zu judgen, mit wem die Ambrosianer oder mit was die Ambrosianer ihr Essen kochen. Noch mag ich den Jingle, der hier im Hintergrund immer mitläuft, wenn man hier in der Welt rumreist oder rumläuft. Aber ich hoffe, dass da auch irgendwann mal ein bisschen Varianz noch mit reinkommt. Wäre schön. Ja, die ist jetzt eher zweitrangig. Von dem her brauche ich jetzt keinen Platz machen für den anderen Pilz. Wir wollen den hier. Okay. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Also wenn wir hier diesen Weg entlang gehen, jetzt aber wieder hier unten. Ja, okay, hier komme ich wenigstens runter. Ups. Okay. Geht. Und. Ja, also jetzt links den Weg entlang. Dem folgen wir mal. Wir finden ja genug Pilze hier auf dem Ding, auf dem Weg. Aber ich hoffe, ich finde noch ein bisschen Schilfrohr. Unten am Fluss, da wo ich gebaut habe. Falls mein Haus dort noch steht. Ich brauche das wirklich so inständig. Dass das nur ein Bug ist. Eisenerz. Sollen wir das mitnehmen? Ich habe das Gefühl. Natürlich habe ich keinen Platz für Eisenerz. Stein werfe ich sicher nicht weg. Aber dieses Räucherwerk, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein mysteriöser Beutel. Nein. Legendäres Elixier des Angriffs. Das können wir vielleicht beim Verteidigen unserer Stadt gebrauchen. Und die Heiltränke, die wir hier bekommen haben jetzt. Harz ist auch nicht ein Fehler zu haben. Es spawnt jetzt aber auch mehr auf dem Boden als noch letztens, habe ich das Gefühl. Da habe ich weniger, da musste ich immer die kleinen süßen Tierchen hier töten, um Harz von denen zu ernten. Bin ich denn immer noch auf dem richtigen? Ja, scheinbar. Aber ja, jetzt scheine ich viel mehr auf dem Boden zu finden von dem Harz. Na, bin ich aber irgendwann mal eher falsch abgebogen. Muss hier entlang, den großen Weg folgen. Na? Ja. Da lang. Mein Leben ist auch hier links, seht ihr, links unten in der Ecke seht ihr meinen Lebensbalken. Ich habe übrigens meine Kamera aufgeschoben, dass ihr mal seht, was ich in Quickslots so drin habe. Bis jetzt nur die Bandagen, die kleinen. Und links unten ist der Lebensbalken von uns. Der, wie ich finde, auch ein bisschen Farbe tragen könnte, aber ja. Oh, oh, oh. Okay, zum Glück, ich bin hier aber auch falsch abgewogen, nur. Weil mit den zwei will ich mich wahrscheinlich auch noch nicht anlegen. Das wird happig. Wobei, tagsüber könnte ich, würde ich mich sogar mal trauen, solange ich nahe an meinem Spawnpunkt bin. Dann wollen wir mal sehen. Ah. Naja, auf dem Weg dorthin finden wir wenigstens genügend Materialien, Pilze und Schilfrohr, um uns den Kristall nachher leisten zu können. Und falls unser Haus je dort nicht steht, dann sind wir mal halt
Nochmal eins zusammen. Ein bisschen stabiler und vielleicht sogar nicht ganz so am Rand gelegen mit dem Balkon. Dass ich den vollends ausbauen kann. Ja. So. Wo sind wir denn jetzt mittlerweile? Ja, jetzt sind wir doch langsam. Ich glaube hier mehr rechts. Ja, well, ist es noch nicht. Wir waren in Stony Meadows oder so ähnlich, ist das Gebiet, wo ich gebaut habe. Genau an der Grenze zu der Predigt. Vogelscheuchen? Alright, listen up, folks. I've got something important to say, and I need you all to hear me out. Now, I know there have been rumors going around about me being a lizard human. Ridiculous, right? I mean, look at me. Do I have scales? Do I slither around on my belly? Absolutely not. I'm 100% not a lizard person. No matter what anyone says. This neck plate here, it's real, y'all. Sure, I might have a few peculiarities, like my uncanny ability to bask in the sun for hours, or my neck for catching flies with lightning speed reflexes. But let me tell you, those are just quirks. Everyone has quirks, right? And hey, who doesn't enjoy a good sunbathing session or a friendly competition in flycatching? So, let's put this lizard human nonsense okay. to rest. Schönes. Schönes. Ja, Easter Egg kann man fast sagen. Hier werden auch Leute beschuldigt, Reptiloiden zu sein. Wobei es die hier in der Welt wirklich gibt. Reptilien-Jumanjen. Muss nach rechts, habe ich gesagt. Und ganz ehrlich, ich kann mit ihm relaten. Ich glaube, da oben müsste unser... Ist das unser Haus da oben? Ich kann mit ihm ehrlich gesagt relaten. Ich fange auch gerne Fliegen. Mit der bloßen Hand. Ja, Stony Meadows. Das Gebiet stimmt schon mal. Und ich liege auch gerne in der Sonne lange. Da kann ich ihm nicht widersprechen. Muss ich wirklich so sagen. Nee. Ich glaube nicht, dass das unser Haus ist. Hat das jemand beansprucht für sich? Aber ich hatte doch... Nee, ich bin hier irgendwo gewesen. Irgendwo, ja. Och Mensch. Hat jemand an der gleichen Stelle gebaut, aber mein Haus ist... Schade. Er ist sogar noch ein Stück weiter als ich. Hm. Ja gut, dann suchen wir uns halt ein neues Fleckchen. Vielleicht da oben an dem großen Stein? Ich mag die Aussicht hier. Deswegen. Ja. Jetzt suchen wir noch mal ein bisschen Schilf hier unten. Ich hoffe mal, dass... Ja, ich sehe schon ein bisschen was wächst. Dann schauen wir mal, ob wir so 20 so Jib-Cup-Dinger zusammenkriegen. Und dann bauen wir uns eben noch mal so einen alten... Trailer oder sowas zusammen. Einen kleinen, einfach zu verteidigenden. Am besten. Was man mit Kampfgeschick nicht ausgleichen kann, oder mit Kampfgeschick nicht mitbringt, das kann man mit strategischem Bau ausgleichen, habe ich gehört. Wenn ihr 300 gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Jetzt schauen wir mal, wie viel von diesen Pilzen wir hier zusammenkriegen. 18, okay. Und dann was fehlt's da noch? An Schilfrupp, nee. An Pilzen, ich glaub's nicht. Aber ich hatte ja auch schon ein paar auf Tasche. Schauen wir mal. Ja, ich habe genau 20 jetzt. Das hier verwenden wir. Brustharnisch, okay, können wir den auch machen. Also sobald wir mal dann wieder Crafting-Fische auf Deutsch und ein Häuschen gebaut haben. Dank der Axt. Mit den Zweigen weiß ich auch nicht, was anfangen bis jetzt. Oder sollen wir einfach dort bauen und uns freuen, dass wir jetzt einen Nachbar haben.
Hätte ich wohl bei dem Stream mehr aufpassen müssen. Wie man sein Häuschen zum Stehenbleiben bringt. Aber der, ich finde, er hat also ein schönes Haus und alles, aber er hat den Balkon in die falsche Richtung, oder? Oder will, ach so, er will halt den Schild beobachten können. Ich hätte trotzdem noch wenigstens um die Ecke eingezogen. Aber ja, jedem das seine. Schauen wir mal rein. Er hat ja keine Tür gebaut, von dem her. Wow, hier ist aber echt schon einiges am Stehen. Er wohnt oben im zweiten Stock. Schön. Wow. Einige Stunden reingesetzt und ein Bett. Wahrscheinlich hat das mir gefehlt, damit. So, jetzt bin ich am Überlegen. Sollen wir hoffen, dass er auch Nachbarn will und uns einfach daneben wieder da an unserem alten Spot niederlassen? Oder einfach weiter hier unten, so auf der Anhöhe da unten? Dann sehen wir nämlich das Schloss am Horizont. Oder eben da. Dort scheint die Sonne abends noch als einziges hin, so wie es aussieht. Oh oh, wird schon wieder nach. So. Stadtzentrum. Ich baue hier. Hier sehe ich das Schloss von weitem. Das Schloss hier steht aber außerhalb vom Schild. Dort ist nämlich schon der Rand vom Schild zu sehen. Komisch. Boah, ich habe gerade genug Stein für den Stadtkern, aber keine Seile. Area is obscured. Ah, ich habe auch kein. Ja, ja. Auch Harz, Seil und Leichtholz. Toll. Toll. Toll gemacht. Bin ich am Überlegen. Ne, die brauchen ja die 20 Chipcups, brauchen genauso einen Slot wie nachher der Kristall. Stein habe ich jetzt zum Glück genug. Zumindest für ein Leichtholz ist kein Problem. Wie macht man Seil nochmal? Vorhin geguckt, aber. Okay, Schilfhalm haben wir auch genug. Und Harz. 4 Seile brauche ich, ne? Da brauche ich nochmal 2 mehr Harz. Okay. Guck mal das. Ach Gott. Die Fackel hin. Hier. Naja, jetzt sollen wir mal Leichtholz. Dabei sollte auch ein bisschen Harz ab. Oh nö, hier sind schon wieder die Viecher. Ach Gott. Muss aber auch nicht sein, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Oh, der ist aufmerksam geworden, weil wir hier Krach machen an seinem Baum. Okay, noch sind sie friedlich. Oh Mann, oh Mann. Uiuiuiui. Okay, hier können wir auch mal reinschauen, was das so gibt. Aber das war beim letzten Mal auf jeden Fall nur Kiesel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nur war, weil ich es genau im Morgengrauen abgebaut habe. Na, Mondstein. Oh, Granit, Feuerlied und Eisenerz. Okay, das ist aber nicht schlecht. Ambrosit erst. Okay, jetzt weiß ich, wo es herkommt. Okay, da hinten wieder so ein gemeines Pony. Oh,
Oh, das tut mir jetzt leid, Leute, dass wir hier schon wieder bauen müssen. Diesmal muss ich mich echt informieren. Oder ich bin echt noch am Überlegen, soll ich mir einfach eine neue Hütte, einen neuen Platz für eine Hütte suchen? Wir brauchen noch viel mehr Holz. Und natürlich viel mehr Harz, weil ich brauche ja auch noch Harz zum Seile herstellen und Harz, um hier reinzuhauen. Hm. Großartig. Kann ich das jetzt nicht erstmal, ja, abbrechen? Wie war denn das nochmal mit abbrechen? Eigentlich mit Rechtsklick. Okay, hier kann ich Rechtsklick machen zum Abbrechen, aber hier nicht mehr. Okay, Stadtplan kann nicht verschoben werden. Super. Ganz toll. Hm. Glühwürmchen. Habe keinen Platz mit euch. Oh. Ich habe das Gefühl, dass das auch bösartig ist. Ich schau mal, ob ich uns ein neues Plätzchen finde. Oder soll ich schon mal so ein Kristall tauschen? Glaube ich. Tausche schon mal so ein Kristall. Bau dann. Eventuell sogar offscreen, oder vielleicht spule ich für euch vor, zumindest die Farming-Sessions und zeige nur das Bauen. Ich schaue mal jetzt noch weiter, ob ich vielleicht noch ein anderes Plätzchen finde, wenn unseres hier gerade benutzt ist. Und in der Zeit kann ich mich dann auch vielleicht nochmal schlau machen, wie man es... das Haus dazu bekommt, nicht zu verschwinden, wenn man sich ausloggt. Oder bin ich jetzt halt auf einem anderen Server? Okay, also die sind bösartig.